Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mein absolutes Lieblingsmopedauto vom Hersteller Microcar, den MGO F8C Coupé. Bleibt dran! Er ist sportlich, er ist elegant, er ist vieles, aber langweilig ganz bestimmt nicht. Der Microcar MGO F8C Coupé ist eine komplett neue Richtung vom Hersteller. Sowas gab es noch nie und sowas gibt es auch von keinem anderen Hersteller. Der Axum Scouty ist vielleicht vergleichbar, aber diese Heckklappe habt ihr bei keinem Moped-Auto zuvor gesehen. Das ist absolut einzigartig. Kommt mal mit, ich zeige euch das gleich, damit wir da gar nicht lang drum rumreden. Von hinten sehen wir gleich mal das Heck, das das Auto auf jeden Fall einzigartig macht und auszeichnet. Das Stufenheck, Schrägheck, wie auch immer, das ist ein richtiges Coupé meiner Meinung nach. Der Axum schreibt auch meistens dazu, Axum GTI Coupé, aber das ist meiner Meinung nach die richtige Umsetzung. Denn wir haben hier wirklich die Heckklappe, so wie sie gehört, so wie es bei einem Coupé gehört und so wie es auch sein soll. Ja Leute, von vorne ist das eigentlich ein MGO Facelift Modell. Wenn man das Auto nur von der Front betrachtet, merkt man gar keinen Unterschied. Man wird nur gleich feststellen, dass es hier ein bisschen schräger wird. Wir haben eine andere Scheibe, diese ist kürzer gehalten, damit wir hier dann schräg hinabgehen können, wie bei einem Coupé klassisch. Aber wenn man wirklich nur von vorne hinsieht, erkennt man eigentlich nur ein Microcar MGO. Die Ersatzteile sind auch vom Microcar MGO gleich. Wir haben denselben Motor, wir haben den DCI-Motor mit 5 PS, wir haben dieselben Scheinwerfer, dieselben Tagfahrlicht und dieselben Nebelscheinwerfer, Stoßstange, Motorhaube, alles gleich. Nur wir haben vom Microcar M8, das ist dasselbe Modell, das zu dieser Zeit rauskam. Wir haben nämlich zwei Modelle, die rauskamen, einmal das M8 und einmal das F8C Coupé. Und da haben wir die Felgen vom M8. Das sind wirklich schöne große 15 Zoll Felgen. Das ist auch das erstmalig vom Microcar, was rauskam, sind die großen Alufelgen. Sieht auch sehr sportlich aus. Kommen wir her. Wir sehen, dass sie wirklich sehr schön groß sind und das auf jeden Fall was optisch hermacht, keine Frage. Sieht sehr gut aus. Hier haben wir auch noch so kleine Details, die verarbeitet worden sind, die beim anderen MGO nicht sind und die auch ziemlich sportlich aussehen und cool wirken. Ja. Von der Türe her sind wir auch ziemlich gleich wie beim MGO. Ihr könnt auch die Türe vom MGO verwenden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht hier einen Unterschied gibt mit der Scheibe, das ist aber egal, denn die Türe geht ja sowieso nur bis hierher. Es ist ja nur dieses Bauteil. Das ist absolut MGO. Ja, das ist alles wirklich sehr, sehr cool gehalten. Wir sehen ja gleich, dass das Dach hinabfällt und wir hier ein kleines Seitenfenster haben. Das ist auch beim Coupé üblich. Sieht meiner Meinung nach wirklich fantastisch aus. Ja. Hier haben wir wieder so Andeutungen auf Lufteinlässe, die natürlich nicht vorhanden sind, aber wie vorne einfach, dass das Ganze, das Design besser, dass es besser rüberkommt, dass es sportlicher wirkt. Hier haben wir einen Tankdeckel, ganz klassisch mit dem Schlüssel zum Öffnen und hier könnt ihr einen Diesel tanken, mit dem das Auto auch fährt. Und ja. So, jetzt Leute, kommen wir zum einzigartigen Feature von diesem Auto, der riesengroßen Heckklappe. Ich spreche deswegen von riesengroß, da sie über zwei Elemente verfügt. Einmal dieses Teil, hier ist dann Ende, hier geht sie dann nicht mehr auf, die Scheibe ist fix. Und das haben wir wirklich bei keinem anderen Hersteller, wir haben es bei keinem anderen Mopedauto. Das ist wirklich einzigartig bei diesem Modell. Leider wurde das Modell nur bis 2015 gebaut, das heißt danach gibt es wieder das normale Schrägheck. Und, also sorry, Steilheck heißt es. Das gibt es dann erst wieder und da ist das Coupé komplett untergegangen. Also das ist wirklich nur noch... Wenn ihr Glück habt, findet ihr noch ein paar Exemplare. Ich habe das Glück gehabt, noch eins zu haben und bin wirklich froh. Die Lichter auch, die sehen extrem cool aus. Das sind wirklich coole Lichter, wenn sie in der Nacht leuchten. Sieht aus wie ein Insekt. Wir haben hier außen LED-Lichtkreis mit dem roten Bremslicht und mit dem normalen Fahrlicht. Hier haben wir einen Blinker, hier haben wir noch die Nebelschlussleuchte und hier haben wir das Retourlicht, wenn wir den Rückwärtsgang einlegen. Hier sehen wir, dass wir das F8C Coupé haben. C natürlich für Coupé, DCI, dass wieder der sparsame DCI-Motor an Bord ist,
Und hier auch wieder wichtig, was ihr bei jedem Moped-Auto raufgeben müsst, 45 km Sticker. Ne? Unten haben wir ganz sportlich zwei Endrohre, natürlich nur angedeutet unter Trappen, so wie bei jedem Moped-Auto. Unten ist dann der echte Auspuff. Schaut mal runter, seht ihr den echten Auspuff? Mal sehen. Ja, hast du ihn gesehen? Passt. Hier haben wir die PDC-Sensoren für die Rückfahrhilfe, Einparkhilfe. Die haben wir da unten. Und ja, hier habe ich die Fernbedienung, mit der ich das Fahrzeug ganz leicht öffne. Hier leuchten auch wieder die Blinker, was ich ziemlich cool finde. Das haben wir auch beim iXAM A741 schon gezeigt, in einem anderen Video. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Ja, jetzt ist das Fahrzeug offen. Jetzt können wir auch gleich mal einsteigen. Komm her. Wenn ich hier die Türe öffne, ui, habe ich doch zugesperrt. Okay, man drückt hier zum Aufsperren. So, wow Leute, das ist wirklich faszinierend. Was ist das für ein geiler Innenraum? Ich habe hier Volllederssitze, ich habe hier sogar Lederelemente bei der Türe, ich habe hier ein Fach, da kann ich auch noch Sachen verstauen. Alles mit dem Klavierlack, sehr hochwertig verarbeitet. Das hat mich wirklich am meisten beeindruckt. Das Lenkrad ist abgeflacht. Das ist wirklich alles, wenn ich schon reinschaue ins Fahrzeug, begeistern mich schon diese ganzen Elemente, auch dieses Klavierlack beim Armaturenbrett, dieses kurzgehaltene Armaturenbrett. Einfach Wahnsinn. Ich steige mal ein, Leute, ich kann es gar nicht fassen. Ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön. Ich habe hier das schöne, sportliche, abgeflachte Lenkrad aus Lederoptik mit diesen Chromelementen. Dieses Lenkrad gibt es dann erst ab 2013 mit dem M8 und F8C Coupé. Die wurden erstmals hier verbaut, sehen wirklich sehr cool aus. Ich glaube, Microcar behält sich dieses Lenkrad sogar bis 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Hier haben wir die schöne Klavierlackoptik, ein wirklich schönes Glanzpaket. Auch hier der Schalthebel schön in Chrom gehalten. Alles noch sehr sauber und alles noch sehr, wirklich, da hat jemand gut aufgepasst, muss ich sagen. Die Sitze alle noch wie neu, schöne Volllederssitze. Hier die Lederelemente. Ich habe hier für elektrische Fensterheber für den Beifahrer. Die gehen jetzt nicht, weil ich die Zündung nicht anhabe, zeige ich euch dann. Hier habe ich nochmal die elektrischen Fensterheber mit dem Kontrollelement für den Beifahrer, dass ich auch bei dem runter und rauf lassen kann. Hier habe ich ein schönes Radio, auch mit einem Ablagefach. Da kann ich optional ein Navi reingeben, ist auch optional ab Werk erhältlich. Hier schönen Getränkehalter, passt eine gute Red Bull Dose rein. Größeres geht nicht rein, ist aber recht praktisch. Auch hier ein Zigarettenanzünder für Aufladekabel fürs Handy etc. Hier noch ein kleines Fach. Wir haben sehr viele Ablegemöglichkeiten. Wir haben hier noch Fächer in den Türen. Wir haben hier noch dieses Fach, was wir öffnen können. Wir haben hier ein Handschuhfach. Das ist gut übersichtlich mit kleinen Fächern, wo man noch gegebenenfalls den Zulassungsschein zum Beispiel reinpacken kann. Also sehr viele Möglichkeiten bietet dieses Fahrzeug schon mal innen. Auch wenn wir raufschauen, haben wir einen schwarzen Dachhimmel. Diesen Dachhimmel gibt es auch optional, der ist sehr sportlich, wirklich Leute, wenn ihr das Auto bestellen habt damals, ich hoffe ihr habt diesen Dachhimmel genommen, denn der ist wirklich klasse, sieht mega aus. Nicht mal mein 5er BMW hat einen schwarzen Dachhimmel und das ist wirklich sehr hochwertig. Hinten, wenn wir sehen, haben wir eine kurze Hutablage und die drei kleinen Dreiecksfenster, die zwei kleinen Dreiecksfenster. Was auch sehr sportlich, wir haben hier eine herabfallende Linie, sieht wirklich klasse aus, es ist sehr sportlich, es ist auch nicht so eng hier drin, man fühlt sich nicht so eingeengt und ja, wenn ich jetzt die Zündung anmache, begrüßt mich gleich der volldigitale Tacho, den wir auch im normalen Microcar MGO finden, also erst im Facelift Modell, davor gab es noch nicht, da war noch in der Mitte hier der Tacho. Hier sehen wir gleich, dass wir viele Anzeigelemente haben, welche Scheinwerfer gerade eingeschaltet sind, was wir hier eingeschaltet haben. Das ist die Vorglühlampe, die ist wie gesagt wichtig, dass sie aus ist, bevor ihr startet. Tankstand, Drehzahlmesser, Kilometerstand, wie schnell ich fahre, Servicebedarf und welcher Gang eingelegt ist. Hier D einlege, sehe ich hier gleich D, also alles Wichtige. Und ja, hier habe ich noch das Gebläse. Viele Möglichkeiten, warm und kalt, hier wo es hinblasen soll, wie stark es blasen soll, wo es hinblasen soll, das Gebläse natürlich. Ich kann auch hier nochmal diese schönen runden Elemente hier bewegen, wohin es auch immer kommen soll. Ich habe hier eine separate Scheibenheizung, wo das schön auf die Scheibe bläst. Ja, hier oben habe ich noch ein Licht und schöne, was ich noch dazu sagen muss, aus Leder, die sind auch aus Leder, habe ich hier einen Spiegel für den Beifahrer. Also wirklich toll. Ich komme gleich wieder raus mit euch Leute und zeige euch den Motor, damit ihr den noch seht. Jetzt zeige ich euch den Motorraum. Den öffne ich hier wieder mit dieser Schnalle.
Die ist rot gekennzeichnet, dass ihr sie nicht übersehen könnt. Ganz einfach dran ziehen. Und schon könnt ihr euren Motor öffnen. Da ist hier noch so ein Entriegelungshebel. Ganz einfach jetzt hier mit diesem Stab absichern. So, ich habe hier gleich mal eine Abdeckung drauf. Das ist, dass das Auto nicht zu laut ist beim Fahren. Die kann ich abnehmen, ganz leicht. Und drunter sehen wir schon unseren DCI-Motor. Ja, hier haben wir wieder den Lombardini-Motor, DCI-Tronic vom MGO 2 Facelift-Modell. Ganz gleich, üblich wie beim MGO. Es hat sich nichts verändert. Auch hier wieder schauen, ganz wichtig, dass der Zahnriemen gemacht ist, denn diese Modelle haben einen Zahnriemen, das wissen viele Leute nicht, die machen den dann auch nicht und dann habt ihr ein Problem, wenn der reißt der Motor hinüber. Das gehört auch immer gemacht, ich sage es immer so alle 50.000, das ist jetzt bei 50.000 gemacht worden. Ölwechsel machen, alle 5.000 Kilometer am besten, da schadet der Motor nicht. Ansonsten habt ihr einen sehr zuverlässigen Motor, der locker 100 bis 150.000 Kilometer macht. Und auch sehr sparsam ist. Ich habe hier nur 2 Liter verbraucht auf 100 Kilometer. Ist wirklich sehr sparsam. Also da hat sich Microcar auch wirklich was dabei gedacht. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zum Sagen. Bauen wir den wieder zusammen. Da immer aufpassen, dass es alles so in der Richtung ist. Dass es reinpasst. So, mal sehen, ob es passt, weil meistens schaffe ich das nicht, dass es richtig reingebe. Passt perfekt. Gut, jetzt kommen wir zum Kofferraum. So Leute, wie ihr seht, stehe ich schon hinter dem Fahrzeug und ich muss keine Schnalle öffnen über die Türe extra. Ich kann es gleich ganz bequem hier bei der Heckklappe öffnen, so wie beim Microcar auch üblich. Und Leute, das ist eine gewaltige Heckklappe. Was seht ihr, das Riesending? Sieht wirklich massiv aus und das ist wirklich auch einzigartig. Hier habe ich einen Kofferraum, der normal groß ist, wie beim gewöhnlichen MGO 2 Facelift Modell. Ich habe hier nur die Ladehöhe nicht so hoch wie bei den anderen Modellen. Ich kann von der Länge her gleich viel einladen. Ich kann die Sitze auch verstellen und mir eventuell eine Leiter reinpacken, aber ich kann nicht etwas Hohes einladen, da es hier schon aus ist. Aber das Problem, glaube ich, hat keiner von euch, denn ich habe noch nie jemanden gesehen, der das Auto so hoch auflädt, also einlädt. Und ja, so ist genug Platz drinnen. Also, ja. Reinlegen geht jetzt nicht so leicht wie bei den anderen Fahrzeugen, aber es ist, sitzt sich sehr bequem auf jeden Fall und kann sich hier auch zurücklegen. Also wenn Freunde von euch mal am See baden gehen und ein bisschen chillen, könnt ihr euch in die Heckklappe, also in den Kofferraum reinsetzen, könnt ihr euch hier anlehnen, habt sich sehr gemütlich. Ja, könnt ihr picknicken oder was auch immer. Keine Ahnung, Leute, ich mache hier nur so Spaß gerade. Das ist nicht Sinn der Sache, aber ja, ganz einfach wieder schließen die Heckklappe und fertig. Leute, das war das Fahrzeug, das war der F80 Coupé von Microcar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Auto auch so wie mir. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und lasst einen Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Ciao, Leute. Weg. Da, Mensch. So, Leute, wie ihr seht, stehe ich schon vor der Heckklappe. Du musst jetzt auch klappen, das heißt, dass wir sie nicht über eine Schnalle öffnen müssen im Innenraum. Bitte lache nicht. Ich hab's damals wegen dem Auto hinten, ist mir das wegstehen. No. Okay, du musst mir schon sagen. Du musst mir schon sagen, hey. Du musst mir schon sagen, was passt und was nicht.